Chile ist ein Land im Westen Südamerikas und nimmt einen langen, schmalen Landstreifen zwischen den Anden und dem Pazifik ein. Die Grenze zwischen Chile und Argentinien ist mit etwa 5300 Kilometer die weltweit drittlängste Grenze. Weitere Nachbarländer sind Bolivien und Peru. Die insgesamt 16 Regionen Chiles machen zusammen eine Landesfläche von 756.000 Quadratkilometer aus. Die größte Stadt und Hauptstadt ist Santiago de Chile mit einer Gesamtbevölkerung von über 5,4 Millionen Einwohnern, gefolgt von Valparaíso, Concepción und La Serena. Insgesamt leben über 18,5 Millionen Menschen in Chile und die Landessprache ist Spanisch. Die größten ethnischen Gruppen sind Weiße und Mestizen, also Menschen europäischer und indigener Abstammung, mit etwa 90% und 10% Indigene. 86% sind Christen, während 11% nicht religiös sind. Chile ist bekannt für die unglaubliche Küstenlänge, die Vielfalt an Natur, für die vielen Erdbeben, dafür einer der stabilsten Länder Südamerikas zu sein, für die relativ gut ausgebaute Infrastruktur und für die kulinarischen Spezialitäten, die wir uns gleich genauer ansehen werden. Aber wie wir später noch erfahren werden, hat Chile noch weit mehr als das zu bieten. Wieso ist Chile überhaupt so lang und dünn? Chiles Länge ist ein Produkt der kolonialen Expansion und der Tatsache, dass die Anden eine natürliche Grenze zwischen den Gebieten zum Pazifik und denen zum Atlantik geschafft haben. Dank des Schutzes der Anden konnte Chile sich bis zum südlichsten Punkt Südamerikas ausdehnen. Die Anden sind übrigens die längste Bergkette der Welt und die höchste Bergkette außerhalb Asiens. Die höchsten Berge reichen bis zu 6.961 Meter über Meer. Aber Chiles Natur werden wir uns später noch genauer ansehen. Die Flagge Chiles besteht aus zwei gleichen horizontalen weißen und roten Streifen mit einem blauen Quadrat in der oberen linken Ecke. Ein weißer fünfzackiger Stern befindet sich in der Mitte des Quadrates. Einige interpretieren den Stern als Symbol für Fortschritt und Ehre, während andere behaupten, er stünde für die chilenische Unabhängigkeit. Blau symbolisiert den Himmel und den Pazifik, die weiße Farbe steht für die schneebedeckten Anden und rot symbolisiert das für die Unabhängigkeit vergossene Blut. Die chilenische Flagge ist auf Spanisch auch als La Estrella Solitaria bekannt. Und bitte verwechsle die Flagge Chiles nicht mit der Flagge von Texas. Chiles Nationaltier ist der Südandenhirsch, der Nationalvogel ist der Andenkondor und die chilenische Araucaria ist Chiles Nationalbaum. Die Währung Chiles ist der chilenische Peso, wobei 1 Euro im Frühjahr 2021 etwa 880 Pesos entspricht. Chile gilt als eines der wohlhabendsten Länder Südamerikas und ist führend in Wettbewerbsfähigkeit, Pro-Kopf-Einkommen, Globalisierung und wirtschaftlicher Freiheit unter allen Ländern Südamerikas. Auch die Korruption ist nicht allzu verbreitet. Chile ist die 47. größte Volkswirtschaft der Welt und Kupfer spielt eine große Rolle in der chilenischen Wirtschaft. Denn nicht zuletzt stammt ein Drittel des weltweit geförderten Kupfers aus Chile. Natürliche Rohstoffe machen etwa 60% aller chilenischen Exporte aus. Neben Kupfer sind Lithium und Eisen von hoher Wichtigkeit. Besonders südlich von Santiago de Chile ist das Land sehr fruchtbar und es gibt tausende von Quadratkilometern, die für die landwirtschaftliche Produktion geeignet sind. Deshalb ist Chile einer der 5 größten Produzenten von Kirschen und Preiselbeeren weltweit und einer der 10 größten Produzenten von Trauben, Äpfeln, Kiwi, Pfirsichen, Pflaumen und Haselnüssen. Darüber hinaus ist Chile der zweitgrößte Lachsexporteur der Welt. In Teilen von Chile ist das Klima ideal für den Weinbau geeignet. Chile ist der 8. größte Weinproduzent und 5. größte Weinexporteur weltweit. 5,7 Millionen Touristen besuchten Chile im Jahr 2018. Dies ist nicht verwunderlich, da Chile eine große Vielfalt an Landschaften zu bieten hat. Von den marsähnlichen Landschaften der Atacama-Wüste bis zu den Gletscherfjorden des chilenischen Patagoniens und von den Gebirgslandschaften der Anden zu den Seen von Rios und Lagos. Chiles größte Exportpartner sind China, die USA und Japan, während die größten Importpartner China, die USA und Brasilien sind. Später in diesem Video wird es ein Interview mit Jonas geben. Jonas ist zwar nicht nach Chile ausgewandert, aber hat insgesamt etwa 1,5 Jahre in verschiedenen Orten in Chile gelebt. Er wird über seine Reise sprechen und all jenen, die an einer Auswanderung nach Chile interessiert sind, nützliche Tipps geben können. Wenn du eine Idee hast, welches Land ich als nächstes abdecken soll, dann lass es mich doch gerne in den Kommentaren wissen. Dieses Video ist Teil einer Videoserie, in welcher ich auf das Auswandern in unterschiedlichste Länder weltweit eingehe. Ich habe bereits zu unzähligen Ländern Videos veröffentlicht, es lohnt sich also, einen Blick in die Wiedergabeliste zu werfen. Den Link dazu findest du natürlich unten in der Videobeschreibung. Doch zurück zu Chile, was sind die Vorteile einer Auswanderung nach Chile und was gilt es im Falle einer Auswanderung zu beachten?
Im Jahre 2019 sind offiziell 420 Deutsche nach Chile ausgewandert. Damit besetzt Chile den 43. Rang der Lieblingsauswanderungsdestinationen der Deutschen, vor Indonesien und hinter Kroatien. Ungefähr 940.000 Menschen, die in Chile leben, wurden nicht dort geboren, sondern zogen zu ihren Lebzeiten in dieses Land. In jüngster Zeit sind die Venezolaner die größte Einwanderungsgruppe, gefolgt von Einwanderern aus Peru, Haiti und Kolumbien. Historisch gesehen sind die größten Einwanderergruppen und deren Nachkommen in Chile aber die Franzosen, Briten, Italiener, Katalanen und Deutsche. Doch was sind nun die größten Vorteile einer Auswanderung nach Chile? Beginnen wir mit der hohen Sicherheit. Chile ist nach dem Numbeo-Sicherheitsindex, aber auch nach anderen Quellen das sicherste Land in ganz Südamerika und damit sogar sicherer als Paraguay und Uruguay. Laut dem Numbeo-Sicherheitsindex ist Chile sogar ein klein bisschen sicherer als Frankreich und Schweden. Dies bedeutet nicht, dass du dir überhaupt keine Sorgen um deine persönliche Sicherheit machen sollst, aber wenn du aufmerksam bist, wirst du in Chile nicht in Schwierigkeiten geraten. Der nächste große Vorteil ist die Vielfalt an Natur, die nur schon darauf wartet, von dir erkundet zu werden. Da die Entfernung von Chiles nördlichstem bis zum südlichsten Punkt ganze 4300 Kilometer beträgt, ist das Klima in diesem Land äußerst vielfältig. Die große Nord-Süd-Ausdehnung Chiles macht das Klima Chiles unglaublich divers. Genauer gesagt beherbergt Chile mindestens 7 klimatische Subtypen, von der Wüste im Norden Chiles gibt es übrigens auch ein sogenanntes Mondtal, bis zur alpinen Tundra und von den Gletschern im Osten und Südosten zu den tropischen Regenwäldern auf der Osterinsel, die etwa 2000 Kilometer westlich des chilenischen Festlandes liegt, über ein ozeanisches Klima im Süden und ein mediterranes in Zentralchile. Egal ob du ein warmes mediterranes, ein tropisches oder ein eher kälteres Klima bevorzugst, Chile hat definitiv etwas für dich zu bieten. Ein weiterer wissenswerter Fakt ist, dass im Süden Chiles das Land fruchtbar und grün ist, während das Land auf der argentinischen Seite der Anden trocken ist und sich das aber im Norden ändert, also das Land auf chilenischer Seite trocken ist, dafür auf argentinischer Seite fruchtbar. Da Chile auf der Südhalbkugel liegt, sind die wärmsten Monate der Dezember, Januar und Februar, während die kältesten Monate der Juni, Juli und August sind. In Santiago sinken die täglichen Durchschnittstemperaturen im Juli nicht unter 7,5 Grad, während die täglichen Durchschnittstemperaturen im Dezember, Januar und Februar bei etwa 20 Grad Celsius liegen. Im Sommer wird es aber oft viel wärmer als 20 Grad. Darüber hinaus öffnet die 6300 Kilometer lange Küste Chiles alle Türen für Aktivitäten, die mit dem Meer in Verbindung stehen. Es gilt jedoch zu beachten, dass das Meer generell kälter als beispielsweise das Mittelmeer ist. In Chile gibt es 100 Schutzgebiete, die 20% der Gesamtfläche Chiles abdecken. Dazu gehören 36 Nationalparks und 49 Nationalreservate, die übrigens auch sehr beliebte Touristenattraktionen darstellen. Dieses Bild des Südandenhirsches ähnelt meiner Meinung nach erstaunlich stark der Schweizer Alpenregion. Die chilenische Kultur ist eine Mischung aus spanischen Kolonialelementen und Elementen der indigenen Kulturen, hauptsächlich der Mapuche, sowie anderen Einwandererkulturen. Chile hat international bekannte Skigebiete aufzuweisen, die als beste Skigebiete Südamerikas bekannt sind. Darüber hinaus ist Chile eine großartige Destination zum Surfen, insbesondere im Norden und in der Mitte des Landes. So vielfältig die Natur des Landes ist, so vielfältig ist auch die Küche. Meeresfrüchte spielen jedoch in allen Regionen eine bedeutende Rolle. Und wie bereits erwähnt, ist die Weinindustrie sehr stark. Die Chilenen sind nach den Deutschen erstaunlicherweise die zweitgrößten Brotkonsumenten weltweit. Und es gibt ein sehr interessantes, traditionelles chilenisches Sommergetränk namens Mote con Huesillo. Es ist ein alkoholfreies Getränk, das aus einer süßen, klaren, nektarähnlichen Flüssigkeit besteht, die aus getrockneten Pfirsichen, die in Zucker, Wasser und Zimt gekocht werden, hergestellt wird. Nach dem Abkühlen dieser Flüssigkeit wird sie mit frisch getrocknetem, geschältem Weizen gemischt und so getrunken. Chile ist in meinen Augen eine sehr attraktive Auswanderungsdestination für Auswanderer, die sich außerhalb des europäischen Kontinents niederlassen möchte. Als eines der entwickelsten Länder Südamerikas ist es einerseits sicher und andererseits gibt es sehr viele Möglichkeiten, neue Dienstleistungen und Produkte in Chile anzubieten. Im Durchschnitt verdienen die Chilenen jährlich etwa 13.500 Euro, womit Chile unter allen südamerikanischen Ländern den ersten Platz belegt. Doch was kostet es in Chile zu leben? Wer mit 2000 Euro monatlich in Berlin über die Runden kommt, der benötigt in Santiago für denselben Lebensstil nur 1270 Euro monatlich auszugeben.
Damit ist das Leben in Santiago um über 36% günstiger als das Leben in Berlin. Doch neben all diesen Vorteilen gibt es auch einige Nachteile, die du im Falle einer Auswanderung berücksichtigen solltest. Die in Chile gesprochene Sprache unterscheidet sich ein wenig vom europäischen Spanisch und hat lokale Eigenheiten aufzuweisen. Englisch ist ebenfalls nicht allzu verbreitet. Die Luftqualität in Santiago ist im Winter schlecht. Lebensmittel scheinen relativ zu anderen Ausgaben ziemlich teuer zu sein. Fahren wir mit dem Interview mit Jonas fort. Jonas, in welchen Teilen von Chile warst du überall schon und welche hat dir am besten gefallen? Mein Schüleraustausch hat mich damals in die Stadt Osorno im Süden von Chile geführt. Eine Region, die sehr bekannt ist für ihre Landwirtschaft, insbesondere die Rinderzucht. Landschaftlich besticht die Region insbesondere durch ihre Seen und Vulkane. Und kulturell ist Osorno sehr durch die deutschen Einwanderer im 19. Jahrhundert geprägt. Es gibt sehr viele deutsche Spuren in der Architektur, der Gastronomie. Es gibt ganz viele deutsche Nachnamen und an jeder zweiten Ecke findet man irgendwie eine deutsche Bäckerei oder einen deutschen Optiker, wobei man da ehrlicherweise sagen muss, dass vieles nur dem Namen nach deutsch ist. Später habe ich dann in Santiago gelebt, der Hauptstadt von Chile und eine südamerikanische Metropole, die für lateinamerikanische Verhältnisse sehr gut organisiert ist. Also in bestimmten Vierteln mutet es einem ziemlich europäisch an. Man kann sich auch fühlen wie in Frankreich tatsächlich. Es gibt ein relativ gut funktionierendes Nahverkehrssystem mit einer Metro und man ist auch von Santiago relativ schnell am Pazifik innerhalb von 1,5 Stunden und die Berge fangen eigentlich direkt hinter Santiago an, also sehr gut vernetzt auch. Tatsächlich konnte ich aber schon fast alle Regionen von Chile einmal besuchen. Meine Lieblingsorte wären die Atacama-Wüste ganz im Norden von Chile, die trockenste Wüste der Welt. Dort gibt es zum Beispiel Sanddünen, wo man dann mit dem Snowboard runtersausen kann, was richtig viel Spaß macht. Dann gibt es Geysire auf über 4000 Metern Höhe und Salzseen, in denen Flamingos leben, landschaftlich super schön. Ganz im Süden von Chile, in Patagonien, der krasse Gegensatz dazu, im Nationalpark Torres del Paine, mit ganz vielen Wanderwegen, da kann man Trekking machen, kann man Gletscher besuchen, viele funkelblaue, glitzernde Seen, wunderschön, auch die Berge. Und als dritten Ort würde ich noch die Osterinseln nennen, mitten im Pazifik, total isoliert, ist natürlich bekannt für die Moai, diese Steinköppe. Und das zeigt nochmal, wie vielseitig Chile ist, dass es da so viele landschaftliche, krasse Gegensätze gibt, aber wunderschön. Der schönste Ort zum Leben wäre allerdings keiner dieser drei Orte, da sie zwar touristisch sehr gut erschlossen sind, allerdings schon ziemlich isoliert liegen. Und da würde ich mich dann für Viña del Mar entscheiden. Das ist ein Seebad an der Küste von Chile, 1,5 Stunden von Santiago entfernt, also ziemlich gut vernetzt auch. Und das ist vor allen Dingen klimatisch sehr angenehm, dass es da eben am Meer auch im Sommer nicht zu heiß ist. Und direkt hinter Viña del Mar fangen dann auch schon die Weinberge an. Das ist ziemlich schön dort. Wieso hast du dich dafür entschieden, deinen Schüleraustausch und Praktikum in Chile zu absolvieren und nicht in einem anderen Land Südamerikas? Dass mich mein Schüleraustausch damals ausgerechnet nach Chile verschlagen hat, das war ein ziemlicher Zufall über ganz viele entfernte Kontakte an meiner Schule noch. Und mein Praktikum hatte ich in Chile absolviert, da ich Chile eben schon kannte, dort auch viele Kontakte und Freunde hatte. Und weil Chile dann doch im Vergleich zu vielen anderen lateinamerikanischen Ländern doch sehr europäisch ist. Also ich war zwischenzeitlich auch noch in Ländern wie Kolumbien und Peru. Da muss man sagen, die sind nochmal um einiges exotischer als Chile. Wobei die natürlich auch wunderschön sind. Ich kann jedem nur mal raten, alle Länder zu besuchen, so viele wie möglich. Und ich würde auch in Kolumbien zum Beispiel ein Praktikum auf jeden Fall machen. Jetzt nur vielleicht ausgerechnet nicht in Venezuela. Das ist gerade schwierig, aber sonst wäre ich für jedes Land offen. Chile hat sich eben damals so ergeben, weil ich es eben schon kannte und ich eben die Kontakte dort hatte. Aber ich kann es auch empfehlen, es ist ein guter Einstieg für Südamerika, eben weil es ziemlich europäisch ist in vielen Bereichen. Was gefällt dir am besten an Chile? Was mir an Chile tatsächlich am besten gefällt, das ist die landschaftliche Vielfalt. Also Chile ist 4300 Kilometer lang, das muss man sich mal vorstellen. Das ist eine Entfernung wie von Norwegen bis in die Sahara. Und genauso vielfältig ist Chile eben auch. Also im Norden hat man mit der Atacama-Wüste die trockenste Wüste der Welt. In Zentralchile Weinanbaugebiete, dann weiter im Süden auch Seen, Vulkane und viele Wälder. Die Gegend wird auch chilenische Schweiz genannt, wobei man jetzt die Vulkane in der Schweiz vergeblich sucht. Und ganz im Süden in Patagonien eben die Fjorde und Gletscher und einsame Landschaften. Und natürlich auch noch die Osterinsel im Pazifik, die nochmal eine ganz andere Welt ist. Also Chile ist so vielseitig wie ganz viele Länder in einem Land. Außerdem gefällt mir an Chile gut, dass es ein Pol der Stabilität in Südamerika tatsächlich ist. Also Chile hat eine rollende Wirtschaft, einen hohen Entwicklungsstand, der mit Ländern wie Portugal oder Polen vergleichbar ist. Und Chile ist auch ein Vergleich zu anderen Ländern ein sehr sicheres Land. Also in Chile gibt es keine Region, in die man zum Beispiel nicht reisen sollte, weil es dort gefährlich ist oder der Staat keine Kontrolle über diese Region hat. Natürlich gibt es in den großen Städten auch Viertel, in denen man nicht unbedingt reingehen sollte.
Aber im Grunde genommen ist Chile sehr sicher zum Reisen und auch zum Leben. Also ich habe selber in einem Viertel gelebt, in Santiago, in der Hauptstadt, dass es nicht super sicher war, aber ich habe mich dort wohlgefühlt und ich war auch spät abends draußen und kein Problem. Also. Was ist schlechter als in Deutschland? Was mir an Chile tatsächlich weniger gefällt, das ist die soziale Ungleichheit. Also es gibt große Unterschiede zwischen der Oberschicht und der Unterschicht, wobei das in so gut wie allen Ländern Lateinamerikas so ist. Dann ist in Chile eigentlich alles privatisiert und Bildung und Gesundheit sind beispielsweise sehr teuer. Man kann auch günstig in Chile leben, wenn man allerdings auf einem gewissen Niveau in Chile leben möchte, dann sind die Lebenshaltungskosten doch mit Deutschland vergleichbar oder sogar noch teurer. Außerdem liegt Chile sehr isoliert, praktisch am Ende der Welt. Von Europa aus ist es eben eine ganz schön weite Strecke, die man natürlich nur mit dem Flugzeug bewältigen kann. Und das ist auch nichts, wo man dann jetzt einmal im Monat oder so nach Europa fliegen kann, außer man hat vielleicht die Mittel. Und auch zu den anderen lateinamerikanischen Ländern ist man eben aufs Flugzeug angewiesen, hauptsächlich. Wie sind die Chilenen so? Die Chilenen kenne ich als sehr freundliche und herzliche Menschen, die sehr offen gegenüber Deutschen, Österreichern und Schweizern sind. Eben weil die deutschen Einwanderer im Laufe der Zeit auch sehr viele Einflüsse in die chilenische Kultur mitgebracht haben. Gleichzeitig sehen die Chilenen viele Dinge etwas entspannter und der Umgang ist einfacher. Allerdings sind Chilenen auch nicht immer so direkt wie wir Mitteleuropäer. Außerdem sind Chilenen auch nicht so laut wie andere Lateinamerikaner, zum Beispiel die Kolumbianer an der Karibikküste, die ein richtiges Partyvolk sind. Da sind die Chilenen vielleicht doch etwas ruhiger. Welchen Rat gibst du Leuten, die an einer Auswanderung nach Chile interessiert sind? Also Chile ist ein Einwanderungsland, besonders für Peruaner, Kolumbianer, jetzt auch für Venezolaner und Haitianer, aber auch zum Beispiel für europäische Fachkräfte aus Spanien, gerade Ingenieure, die in Chile einfach viel mehr verdienen als in Spanien. Mein größter Tipp für Auswanderer wäre es, die Sprache zu lernen. Mit Englisch öffnen sich alle Türen, aber mit Spanisch dann tatsächlich auch die Herzen. Und es ist auch nicht so, dass alle Chilenen Englisch sprechen können. Auch unter den jungen Leuten sprechen nicht alle gut Englisch und Deutsch erst recht nicht. Also es gibt deutschsprachige Gemeinschaften und gerade im Süden von Chile ist es schon, dass man auch deutschsprachige Menschen antrifft. Allerdings sollte man sich auf keinen Fall darauf verlassen und Spanisch lernen und sich bewusst machen, dass das Spanisch in Chile dann nochmal etwas anders ist, als man es zum Beispiel aus Mexiko, Peru oder Spanien auch kennt, weil die Grammatik ist anders, die Aussprache und viele Wörter, die unterscheiden sich dann doch deutlich von dem, was man vielleicht kennen könnte aus vorherigen Kenntnissen. Dann sollte man sich darüber im Klaren sein, dass Chile eben nicht einmal kurz um die Ecke ist, sondern schon am anderen Ende der Welt. Die Entfernung zu Europa ist schon sehr weit, das sind 12.000 Kilometer. Und ein letzter Tipp wäre es noch, vielleicht manchmal ein bisschen Geduld haben mit den Chilenen, aber auch mit sich selbst viel Geduld haben. Vielen Dank, Jonas, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Ich habe seinen Instagram-Account in der Videobeschreibung verlinkt. Er ist bereit dazu, weitere Fragen zu Chile zu beantworten. Doch was muss getan werden, um nach Chile auszuwandern? Bürger Deutschlands, der Schweiz und Österreichs können für maximal 3 Monate visumsfrei nach Chile einreisen. Das ist praktisch, da du dir so mit eigenen Augen ein Bild von Chile machen kannst. Wenn du vorhast, dauerhaft nach Chile auszuwandern, kannst du entweder ein Arbeitsvisum beantragen, mit dem du bis zu 2 Jahre in Chile leben und arbeiten kannst. Das Visum kann jedoch auf unbestimmte Zeit verlängert werden. Nach 2 aufeinanderfolgenden Jahren in Chile kannst du eine dauerhafte Aufenthaltsbewilligung beantragen. Wenn du aber davor den Job verlierst oder wechselst, musst du das Visum erneuern lassen. Es gibt auch mehrere kurzfristige Visatypen, beispielsweise für die Familienzusammenführung, Investoren, Journalisten oder Studenten. Da dies stark von deinen persönlichen Umständen abhängt und sich diese Regulationen stets ändern, besuche doch die in der Videobeschreibung verlinkte Webseite, um weitere Informationen zu Chile zu erhalten.